Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der noch sehr, sehr frisch ist und noch in Bearbeitung. Ich habe erst diese Woche erst meine Videos hochgeladen und ich möchte mich herzlich bedanken für die vielen Klicks und Likes natürlich und die Abonnementen. Ja, und ich werde mich natürlich super, super freuen, wenn ich immer mehr dazu bekomme. Ja, ich möchte mich auch vorstellen. Ich bin die Clementina, 53 Jahre alt und ich bin eine gebürtige Polin. Man hört meinem Akzent. Ja, ich gebe mir Mühe mit der Sprache, ist mir nicht so einfach, aber ich versuche so deutlich wie möglich zu sprechen und ja, ich hoffe, dass das auch klappt und ja, mir auf jeden Fall macht sehr viel Spaß mit dem Tarot und ja, ich versuche meinen Kanal ein bisschen interessanter und schöner zu gestalten. So, ich habe heute ein kleines Spiel, ein kleines Orakelspiel für euch vorbereitet. Und das Spiel heißt: Hast du eine Frage, such dir eine Karte aus. Die Karten hier habe ich mit Gegenständen markiert. Dann kann man besser die Karten sich merken. Und ja, wenn du jetzt ein Thema hast oder eine Frage, was dich jetzt momentan so bewegt, dann kannst du dir jetzt eine Karte aussuchen und wir schauen, was die Karte zu deinem Thema zu sagen hat. Ja, es wird wahrscheinlich nicht immer so perfekt passen, dein Thema zu der Botschaft, was die Karte zu sagen hat, aber ja, ich hoffe, dass du mindestens ein bisschen ein kleiner Tipp, vielleicht eine Anregung, einen Impuls bekommst, wo du dann in deinem Leben einsetzen kannst. Okay, dann fangen wir an mit der ersten Karte. Das ist die Karte mit dem Elefant. Hier haben wir den kleinen Elefantchen, den habe ich mal von meiner Tochter bekommen. So. Und hier haben wir die erste Karte. Breite deine Flügel aus. Halte dich jetzt nicht zurück. Das Timing ist perfekt und du bist bereit, dich in die Lüfte zu erheben. So, eine Botschaft, die uns sagt, dass wir sollen, wenn wir uns vorhatten, dass wir sollen das in Leben zu setzen. Manchmal haben wir irgendwelche Vorhaben und wir verschieben das immer. Ach, das mache ich morgen, das mache ich später und so weiter. Ja. Und wir brauchen vielleicht manchmal so einen Schubs von hinten. Und ich denke, ja, dass die Karte uns sagt, mach das jetzt, jetzt ist die perfekte Zeit, jetzt bist du bereit und ja, erheb dich einfach, mach das, was du dir vorgenommen hast und ja, sei nicht träge, zöger nicht, mach einfach und schau mal, was Schönes vielleicht daraus kommen kann. Ja, zuerst meine Gedanke dir zu dieser Botschaft und jeder von euch hat vielleicht eine andere noch Gedanken, die man mit der Botschaft verbinden kann. Und ich hoffe, dass das auch euch ein bisschen in eure Thema ja, so kleine Schubs gibt. Ja? Jetzt gucken wir die zweite Karte, die mit dem Schmetterling. So. Und diese Karte sagt Geduld. Deine Träume erblühen schneller, als dir bewusst ist. Dennoch erfordern sie liebevolle Pflege und Geduld. Ja, die Träume, die Träume. Das ist so schön, dass wir Träume haben und dass wir träumen dürfen und können.
Ja, weil das ist total andere Welt, die wir erleben können. Ja, manchmal ist das so, wenn wir uns wenn etwas nicht klappt, wenn das nicht so läuft, wie wir uns dann wünschen, dann, ja, dann haben wir noch die Träume, da können wir uns etwas ausmalen. Und wenn wir wirklich in unsere Träume ganz tief in den Herzen tragen, dann können die auch zur Wirklichkeit werden. Das haben wir, ich denke, schon alle mehr oder weniger festgestellt. Und deswegen haben wir unser Unterbewusstsein. Und das, was wir in unser Unterbewusstsein tragen, das irgendwann manifestiert sich in unser Leben. Also, wir sollen träumen. Wir sollen an etwas auch glauben und vor allem, wenn wir ehrlich an diese Sache drankommen und vor allem ehrlich, das ist sehr wichtig, dass wir uns etwas von ganzem Herzen wünschen, dann wird dieser Wunsch auch irgendwann zur Erfüllung kommen, weil wir werden unbewusst steuern und wenn wir uns noch die ausmalen, die ganze, ja, diese Träume werden sehr, sehr lebendig, dann irgendwann passiert das. Also ich habe mal immer wieder lese ich aus einem schönen Buch von Joseph Murphy, da kennt ihr wahrscheinlich auch den Psychologe, und er beschreibt es auch wunderbar, wie wir unsere Träume zur Erfüllung bringen können. Und das ist auch eine schöne und ja, sehr wertvolle Botschaft. Und Geduld, ja, wir brauchen Geduld, Geduld. Aber nicht aufgeben. So, jetzt haben wir die dritte Karte. Und die dritte Karte sagt uns, gesunde Lebensweise. Oh, das ist gut. Ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optimale Gesundheit zu erlangen. Ja, das ist eine gute Botschaft. Also ich muss sagen, wir müssen immer mehr an uns achten, weil wir sind alle am meisten sehr gestresst, weil ja, das Leben ist so vielfältig und ja, damals die Menschen vielleicht haben andere Probleme gehabt, aber die haben ja nicht diese viel Bewegung gehabt, diese viele Farben, diese viele Artikel und alles nicht im Internet und so weiter. Und wir werden von dem Ganzen auch ein bisschen manchmal überfordert und gestresst. Also es ist sehr wichtig, dass wir auf uns achten. Also achte auf dich in erster Linie, auf dich selbst. Weil das wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Du musst dich erst selbst versorgen, dir gut tun, dass du auch den anderen dienen kannst, ja. Also wenn du Kinder hast, dann musst du schauen, dass du selbst ausgewogen bist, dass du gesund bleibst und du musst alles in dieser Richtung tun, um deine Kinder weiter zu versorgen, ja. Von einer kranken Mutter haben die Kinder auch nichts. Deswegen, das ist zwar so ein Beispiel, zum Beispiel, zum ein Beispiel, ja, zum Beispiel ein Beispiel. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen erst an uns denken, an uns achten und dann können wir den anderen Menschen auch dienen, wenn wir genug Kraft haben. Ja? Also ernähre dich gesund, schlaf viel. Und trainiere regelmäßig, ja, an frischer Luft mindestens ein bisschen spazieren gehen. Ja, das muss ich auch immer machen. Das ist sehr wichtig, dass wir ja, ein bisschen unser ganzer Körper mehr in Schwung kommt. Okay, jetzt haben wir die vierte Karte. Und die vierte Karte, die schöne Blume, die tue ich auch hier vielleicht. Frieden. Ja, das ist auch ganz schön. Frieden resultiert aus der Erinnerung daran, dass nur die Liebe real ist. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir
dass wir alles, was wir machen im Leben, sollen wir mit Liebe machen. Wir brauchen momentan ja, sehr viel Liebe, ich denke, wir alle, weil auf dieser Welt momentan gibt es so viel Schlechtes, Katastrophen, Krankheiten, ja, und vor allem Kriege. Und diesen Frieden brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist auch sehr, sehr dringend. Und wenn wir, ja, wenn wir Frieden erreichen möchten, dann müssen wir halt mit Liebe anfangen. Mit Liebe zu sich selbst, mit Liebe zu den Nächsten. Und jeder Mensch, den wir begegnen in unserem Leben, sollen wir auch mit Respekt behandeln, weil wir selbst, wir möchten auch den Respekt haben. Ja, und das ist auch eine schöne Botschaft, die wir auch nicht verlieren sollen, ja, an die Liebe zu denken. Und ja, ich wünsche euch dann für die nächsten Tage sehr viel Liebe, sehr viel Gesundheit, ja. Passt auf euch gut auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe mir auch schon eine neue Karten bestellt, dann bin ich auch sehr neugierig, weil die sind wirklich, wirklich sehr, sehr schön und dann können wir vielleicht wieder ein Spiel spielen, ja? Und ja, dann ich hoffe, bis zum nächsten Mal.